Veranstaltungen als solche typischen Hackerspace-Maker-Show-Veranstaltungen, weil es eben darum geht, dass Leute interessante Dinge oder auch absurde Dinge oder merkwürdige Dinge mit Strom machen. Am heutigen Abend haben wir 4 Projekte. Ein Projekt musste leider absagen wegen Krankheit. 2 davon sind, auch wenn Tim mal seinen Mund hält, danke. 2 davon sind Projekte, wo sich Menschen zusammentun, also Hackerspaces, die dafür gemacht sind, gedacht sind, neue Sachen sich auszudenken, kollektiv Informationen auszutauschen, sich interessante Sachen mit Strom auszudenken, die ein bisschen unterschiedliche Ansätze verfolgen. Berlin entwickelt sich ja so langsam zum Paradies der Hacker- und Makerspaces, weil es hier offenbar zum einen genügend Platz gibt, den man sich noch leisten kann, zum anderen genügend interessante und intelligente Leute, die Lust haben, zusammen Dinge zu tun. Das erste der Projekte ist die Raumfahrtagentur, die wird Gizmo gleich vorstellen. Danach haben wir 2 Projekte, die tatsächlich physische, haptische Projekte mit Strom sind, die beide so ein bisschen schön schräg sind, so wie es sich für so einen Dogbot gehört. Und abschließend werden wir mit einer Vorstellung eines neuen Hackerspaces hier in Berlin, der sich mit nicht so Hacking und Hardware im traditionellen Sinne beschäftigt, sondern darüber ein bisschen hinausgehen will. Ansonsten fangen wir an mit der Raumfahrtagentur. Das Format ist bekannt, so 15 Minuten Vorstellung des Projektes. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen und dann gehen wir über zum nächsten. Jo, dann plopp. Gizmo. Online. So, hallo. Schönen guten Abend. Ich bin Gizmo aus der Raumfahrtagentur. Einem Hackerspace hier in Berlin im Wedding sind wir untergebracht. Dort im alten Stadtbad gibt es eine Werkstatt, die in einem alten Solarium untergebracht ist. Da konnten wir uns einmieten in einem Haus, das genau richtig mit Kunst und Kultur und Veranstaltungen hier in Berlin auftritt. Und entsprechend konnten wir dort unsere Werkstatt einbauen. Ich möchte erzählen über die Geschichte von der Raumfahrtagentur, wie sich das entwickelt hat, wo wir herkommen, weswegen oder wie es jetzt so groß geworden ist, wie es ist. Und danach weiter noch ein paar Inhalte vorstellen, was wir an Maschinen und Werkstatt zur Verfügung haben und was für Projekte bei uns in der Werkstatt stattfinden. Zum Einstieg in die Sache. Die Raumfahrtagentur gibt es seit 2008. Das war im November, dass wir angefangen haben, auf dem Prenzlauer Berg in der Metzerstraße war das damals noch, eine kleine Arztpraxis zu beziehen mit insgesamt 10 Leuten, die da hinten dran standen, von denen alle irgendwie den Bedarf hatten, dass man jetzt dedizierte Räumlichkeiten schafft, in denen es möglich ist, Maschinen stehen zu haben, um das nicht irgendwie zu Hause oder in Veranstaltungsorten machen zu müssen. Und zum anderen halt eine sortierte Werkstatt, die gemeinschaftlich genutzt werden kann, so dass also Werkzeug geteilt und spezielle Maschinen von mehreren Leuten benutzt werden können. Das entwickelte sich dann über die Jahre 2009 und 2010, dahingehend, dass diese Arztpraxis, es waren so rund 70 Quadratmeter, randvoll wurden. Es waren noch 2-3 Leute währenddessen dazugekommen und am Schluss hatten wir so ein kleines vollgestopftes Raumschiff, weil das einfach mit dem Platz schlicht nicht mehr hinhauen konnte. Das war sehr gewachsen. Es gibt ja eben die unterschiedlichen Maschinen, die währenddessen entstanden sind. Eine CNC-Fräse war der Beginn, ein Lasercutter kam währenddessen dazu. Das Projekt Elektronenrad ist untergebracht mit Elektrofahrzeugen, Elektromotoren. Da ging es mit Lastenrädern los und dementsprechend war da der Platzbedarf irgendwann mal erschöpft und wir mussten uns eine neue Situation suchen. Das war dann im Frühjahr 2011 der Umzug in den Wedding, in das besagte Stadtbad. Und im Rahmen dessen ist die Agentur auch weiter angewachsen. Mittlerweile sind 18, 19 Leute etwa, ein bisschen Dunstkreis, eingebucht und haben die diversen Sachen dort in Betrieb. Dazu noch ein bisschen weiter erwähnen. Jetzt wird es helle hier. Vielleicht sagst du noch was dazu, wie die Agentur funktioniert, also Mitgliedschaft und so. Okay. Grundkonzept, genau wie ich sagte, eingangs waren es 10 Leute, mit denen das begonnen hat.
Wir haben das Grundkonzept der Schrauberpauschale, heißt es bei uns. Das zahlt ein Kosmonaut, nämlich der Insasse, der mit in der Raumfahrtagentur involviert ist, monatlich. Das ist einfach ein Betrag, um die Grundversorgung zu gewährleisten, was wir halt an Miete, Strom, Infrastrukturkosten haben. Das organisatorische Vehikel der Agentur ist eine GmbH, es ist eine Firma, die dahinter steht. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, die Entwicklung war ab startend von den Elektrofahrrädern, E-Bikes, hin zu den Maschinenanschaffungen, die Werkstattanschaffungen, die gemacht werden mussten. Und eben auch zur Absicherung von der ganzen Situation Raumfahrtagentur, dass da nicht eine einzelne Person dahinter steht und das abkriegt, falls irgendwelche Sachen vorfallen oder wir halt irgendwelche Projekte da mit drin haben, wo es schwieriger wird, dass es da halt so ein bisschen so eine Trennung ist. Es war dann auch der einfachste Weg, die ganze Hütte versichert zu kriegen. Das ist ja sonst immer so ein bisschen experimentell mit Vereinen oder einfach nur einen Freundeskreis. Das waren also so die Hintergründe, weswegen da eine Firma drunter dahinter steht und das Konzept damit eigentlich am besten abdeckeln konnte. Jo, das war der Part. Ich würde weiter mit den Inhalten noch mal ein bisschen durch die Projekte gehen. Es ist im Dezember 2011 ein 3D-Drucker dazugekommen, eigentlich das obligatorische Ausrüstungsobjekt in einem Hackerspace, der RepRap oder irgendwie entsprechender ABS-Plastikdrucker. Wir haben ihn jetzt erst sehr, sehr spät angeschafft. Ein Shaper Cube ist es, der jetzt dort mit in dem Maschinenpark zwischen Lasercutter und Fräse in Betrieb genommen wurde. Da einhergehend ist jetzt gerade auch die Kinect sehr interessant geworden. Das ist dann entsprechendes 3D-Scannen, also wie baut man ein 3D-Kopiergerät, indem man also mit der Kinect 3D-Aufnahmen macht, diese dann einmal durch den Rechner und auf dem 3D-Drucker wieder rauslässt. Entsprechende Skalare sind da ein Thema gerade. Man kann also Menschen ausdrucken, leider nicht in Originalgröße, sondern nur als kleine Figuren. Und, aber das Bild, Sivin? Kannst du das Bild auf den Schirm? Ja, genau. Genau, das ist Gangster Ken. Der wurde direkt bei uns in der Agentur eingescannt und ist jetzt 12 cm hoch ausgedruckte Plastikfigur. Kleinere, filigranere Objekte arbeiten wir gerade dran, makroskopisch was vor die Linsen zu kleben, damit wir nähere Aufnahmen machen können und entsprechend kleinere, filigranere Objekte aufnehmen können, um die zu kopieren. Ein weiterer Bereich ist Sektrausch. Das macht Betty. Das ist so der Bezeichner für unsere Nährwerkstatt und die Textilsachen. Da wird es nachher noch einiges von den ETIB geben. Zu dem Thema ist bei uns also auch klar vorhanden. Unterschiedliche Sachen, Raumanzüge müssen gebaut werden. Elektronik in Klamotten hätten wir ja dann doch irgendwann alle gern, wenn noch jemandem was einfällt, was man dann macht. Und ja, das ist damit integriert. Da gibt es einen Projektionstisch, da werden Schnittmuster direkt von oben mit dem Beamer auf eine etwa 1,50 Platte projiziert, um direkt abtragen zu können und da Schnitte aus dem Rechner direkt auf den Stoff zu projizieren. Machen wir weiter. Na gut, also die Raumfahrtagentur ist eben ja nicht nur ein Hackerspace, wir haben unter anderem noch ein Audiolab hinten dran, was ja alle möglichen Podcasts produziert und DJ. Da ist Collabo Radio, da hinten genau. Sitzen sie auf der Couch. Genau. Stadtbekannte Radioveranstalter senden von da. Die Idee dahinter ist einfach zu sagen, wir alles, was der Raum und der Platz hergibt, passt halt rein, solange es halt irgendwie kollaborative Infrastruktur ist. Das heißt, also, es gibt keine zugeteilten, das ist mal jetzt mein Schreibtisch, so, sondern es sind halt ja themenorientierte Arbeitsplätze und wer immer den gerade benutzen, wir benutzen ihn halt eben auf der Basis von, sagen wir mal, einem relativ geschlossenen Mitgliedschaftskonzept, was darauf abzielt, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Leute, die mitmachen und die da sind, hinterher das Werkzeug wieder dahin legen, wo es vorher war und im Zweifel Bescheid sagen, wenn es kaputt gegangen ist. Ja, die Räumlichkeiten geben das auch sehr gut her. Das, wie gesagt, ein altes Solarium. Dort war mit Kabinen abgetrennt halt jede Bank für sich, immer ein Separé. Das ist auch alles ordentlich Presssparen gewesen, wo man drin rumsägen konnte. Das heißt, wir konnten die Separierung irgendwie weiterverwenden, die dort von diesen Solariumskabinen schon existierte.
so dass also die einzelnen Bereiche relativ klar getrennt sind, indem man dort halt in die einzelnen Zellen sozusagen ein spezielles Projekt oder eine spezielle Maschine oder eine Möglichkeit hat, das anzuwenden. Also das hat sehr gut funktioniert. Auch die Stromversorgung von so einem Solarium ist beachtlich. Die haben da dementsprechend zwei Phasen in jeder Kabine. Da konnten wir also dran anknüpfen. Das war eine ordentlich verdrahtete Gelegenheit, dieses alte Solarium da zu übernehmen. Ja, wie Frank gerade schon erwähnt, es geht um einen relativ kleinen Kreis, eben weil es auch schwierig ist, abzuschätzen, wie das mit dem Maschinengebrauch, mit der Behandlung von den Werkzeugen ist, wie man das untereinander kommuniziert und dass es da keine Zwischenfälle gibt, jetzt irgendwelche Zusammenstöße zwischen Leuten, beziehungsweise irgendwie das Werkzeug verschwindet, dass Maschinen kaputt gehen und niemand was sagt. Das ist mitunter so das schlimmere Ding, wenn irgendwas verkackt oder schief geht, ist kein Problem. Die Raumfahrtagentur ist dann doch sehr der Forschung geneigt und das geht vollkommen klar, wir machen Dinge kaputt, wir machen irgendwelche Fehler an den Sachen, aber dann ist halt das Wichtigste, dass die Leute halt entsprechend Bescheid sagen und da nicht eine Leiche irgendwie in der Ecke liegen lassen, auf dass der Nächste reinrennt. Das, solche Sachen sind uns da immer ganz wichtig und das ist bisher auch gar kein Problem gewesen, auch wenn die Gruppe jetzt weiter gewachsen ist. Und da ist jetzt gerade auch nach wie vor noch Platz, also die Raumfahrtagentur kann noch größer werden. Wir haben nach dem Umzug 2011 noch einige Bereiche freigelassen, die sind noch nicht besetzt, weil klar war, dass die Infrastrukturkosten und die Miete und alles jetzt noch nicht von vornherein gedeckelt werden kann von allen Leuten, von allen Kosmonauten, die dabei sind. Das heißt, da müssen jetzt in naher Zukunft noch ein paar dazukommen mit entsprechenden Projekten und Ideen. Platz ist noch, vorhandene Infrastruktur ist mittlerweile sehr weit gekommen, also wir haben doch, glaube ich, schon einiges. Wenn man sich das auch, eine Website ist in Arbeit, hat, kann man sich da mal durch die ganzen Facilities und Einrichtungen durchklicken. Die Liste ist mittlerweile doch schon ganz schön lang. Dementsprechend, ja, also auch hier nochmal kurz die Einladung. Besucht uns, schaut rein, falls ihr Lust habt oder irgendwie einen Bedarf habt in der Richtung. Ist gerade auf jeden Fall noch Luft. Da an der Stelle zum Thema schaut mal rein, ist jetzt seit 2 Wochen das Projekt der Sonntag der Kosmonauten. Der findet immer montags statt, also immer Montagabend im Stadtbad, im Stadtcafé. Dort ist mit untergebracht, links ist die Raumfahrtagentur im ersten Stock, rechts im ersten ist ein Café, das Stadtcafé. Dort kann man also sich treffen, das wird so unser Tag der offenen Tür in der Woche, das wird so unser Anlaufpunkt für Leute, die irgendwie interessante Sachen haben oder das sehen wollen, wissen wollen, kann man dann direkt durch die Vorhalle rüber an den Laser ran oder die Führung durch die Agentur machen. Das ist kein Problem. Also von daher ist das dann ab sofort jetzt immer montags 18 Uhr etwa, geht's los. Die Jungs vom Stadtbad haben uns auch was zu essen versprochen. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Wie bitte? Cam Geeks. Ja, es gibt eine Online-Plattform, einhergehend mit unserem Maschinenpark. Da geht es primär um den Lasercutter und den 3D-Drucker. Das ist camgeeks.de, CAM, das Computer Aided Machining. Und das ist unser Maschinenpark, so mit Online-Interface. Ihr könnt da Daten hochladen, halt entweder 3D-Drucksachen direkt zu bekommen oder halt Lasercutting-Jobs durchzulassen. Also diese klassische Copyshop, nur halt für eben ja, Laser schneiden und 3D-Drucken. Das ist auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Da kann ich am einfachsten vorher die Daten prüfen, mir das angucken. Da kann man sich treffen, kann schauen, wie man damit weiterverfährt. Also Prototypenherstellung oder eben einzelne kleine Sachen ist kein Problem. Das geht bei uns ganz gut. Da kann man sich mal auf der Webseite umschauen. So, Frank, jetzt musst du weiter. So, ja, noch Fragen. Letzte Runde. Kritik, Anmerkungen, nichts. Na gut. Da hinten ist jemand, einer. Oh, Frank, ja. Du musst kurz. Ja, ja. Ja, ja. Wir wiederholen. Wir wiederholen. Moment, das waren jetzt 3 Sachen. Also Hobbywerkstatt ist es auf jeden Fall. Abendprogramm ist da ziemlich viel, das ist richtig. Es sind einige dabei, die selbst eigene Projekte haben, Selbstständige sind, die dort Infrastruktur nutzen. Allerdings ist es nicht so, dass in irgendeiner Weise eines der Projekte einen Lebensunterhalt gerade ermöglicht. Das sind alles Open-Hardware, Open-Source-Projekte, experimentelle Sachen, Forschung. Forschung kostet Geld, bringt nicht so viel.
Ich habe als kommerziellen Aspekt eben diese Elektronenradsache, die Elektrofahrräder, da kann man bei mir schon auch mal eine Motornarbe kaufen und einen Akku bekommen. Leben kann ich davon nicht. Das ist nur eine Möglichkeit, halt in der Werkstatt da auch entsprechend mit Material versorgt zu werden. Klassisch, wie man das auch so von Arduino-Elektronik-Sachen kennt, so aus der Richtung. Ansonsten ist eigentlich keiner dabei, der da jetzt ernsthaft irgendwie Geld mitverdient. Der Aspekt mit der Kommerzialisierung ist natürlich interessant, weil gerade gerade 2011 ja diese Welle losging, ja, kommerzielle Hackerspaces, so modulare Umfeld und so, wo halt der Versuch da war, dann da eben, ja, sag mal, ein richtiges Business draus zu machen, was aber nicht so richtig zu funktionieren scheint, dass es halt jetzt irgendwie total boomt, wo wir dann halt auch gesagt haben, so, naja, wir wollen eigentlich gerne das halt auf einem Hobby-Level belassen erstmal und eigentlich nur darauf zielen, dass es sich wenigstens grob trägt, so, aber jetzt dann kein Recht auf Reichtum daraus ableiten aus der ganzen Installation. Nee, in der Format und der Größe kann das auch, wird es schwierig, also da irgendwas zu machen. Es wird dabei bleiben, auch von dem, was wir an Möglichkeiten haben, was uns da interessiert, was da eben auch in der Gruppe dann passiert, das ist also eben an der Stelle dann nicht wirklich kommerziell ausgerichtet ist. Ist klar, die Grundinfrastruktur da mitgemacht, aber sonst nichts. Meldet sich da noch jemand? Ich kann es praktisch nicht erkennen. Nicht. Na gut. Okay. Keine weiteren Fragen zur Raumfahrtagentur? Na, okay, dann vielen Dank. Danke. Tschüss.